Ach ja, heute mal ein etwas anderes Video. Ich konnte mir für heute in meinem eigenen Verein oder in unserer SLG einen Zeitslot ergattern, um selber zu schießen. Grundsätzlich habe ich es eigentlich so gehandhabt und praktiziert, dass ich gesagt habe, meine Mitglieder haben den Vorrang, da ich durchaus hier und da andere Termine zum Schießen wahrnehmen konnte. Vielleicht nicht so oft, wie ich es gerne gehabt hätte oder gemacht hätte, aber ich konnte hier und da trotz Lockdown ein bisschen schießen gehen. Das ist bei uns halt einfach eine etwas anders geartete Konstellation, weil wir halt eingemietet sind und nicht im Vereinseigentum unterwegs sind. Dadurch haben wir halt nur eine eingeschränkte Zeit und bei uns läuft es halt letzten Endes so, dass wir derzeitigen Zeitslot von 3 Stunden haben, 2-mal im Monat und in 3 Stunden, das ist nicht wirklich die Welt, bei roundabout 28 Mitgliedern kann man sich ausrechnen, dass nicht wirklich sehr viele pro Trainingstag zum Schießen kommen. Wir haben das, sage ich mal so, versucht, so angenehm und fair wie möglich zu gestalten, dass wir halt gesagt haben, wir bieten 6 Schützen pro Training, 1 Slot von jeweils 20 Minuten an. Zu dieser Zeit kommen natürlich noch Dinge wie Rüstzeit, also Aufbau, Abbau, Standreinigung etc. Jeder Schütze macht seinen Scheiß auch hinterher, nachdem er fertig ist, selber weg. Das macht natürlich ein effektives Training ein bisschen schwieriger, aber nicht unmöglich. Wenn man sich vorher leichte Gedanken macht, wie man das ganze Ding machen will, dann kann man da vielleicht auch ein etwas strukturierteres Training draus bauen. Mein Vorhaben ist, ich möchte für mich heute in meinen 20 Minuten oder Viertelstunde Netto-Schießzeit so viel Grundlage wie möglich reinpacken. Das wird natürlich nicht viel sein. Also habe ich mir gesagt, ich nehme heute meine CZ-P10F und werde auf 7 Meter EPP Station 1 sukzessive aufbauend trainieren. Die Kamera hatte ich heute mit dabei und ihr werdet gleich im Anschluss mein Training sehen, wie ich das letzten Endes gemacht habe. Natürlich zusammengeschnitten, dass es zeitlich ein bisschen in den Rahmen passt, aber der grobe Ablauf ist letzten Endes, ich fange erstmal an auf den 7 Metern und Waffe und erstmal in die Scheibe. Verwenden werde ich hier unsere EPP-Scheiben. Das hier ist jetzt eine für mein Heimtraining reduzierte Scheibe, aber das hier ist letzten Endes, wie sie aussieht und ich trainiere heute quasi aufbauend die Station 1. Wie gesagt, das heißt, ich fange erstmal an, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Schuss ins Zentrum aus 7 Meter. So, dann fangen wir an, ziehen, 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehen wir weiter, ziehen, durchladen, 1, 2, 3, 4, 5, Speed Reload, 1, 2, 3, 4, 5. Wollen wir mal gucken, wie weit ich komme. Ich bin gespannt, aber ich denke mal, für ein bisschen Spaß sollte es allemal gut sein. Und das ist das, woraus letzten Endes ankommt. Und man hat einen Termin in seinem Buch. Ich kann nur jedem wärmstens ans Herz legen, der in irgendeiner Form einen Zeitslot, in welcher Art auch immer, in seinem Verein oder einem anderen Verein ergattert, dass er sich ein bisschen mehr an die Grundlagen hält und ein bisschen mehr Basics trainiert. Der eine oder andere, wenn es der erste Termin ist, wird natürlich primär rausgehen. Hauptsache, ich kann ein bisschen Dampf ablassen, Mac-Dumps machen oder wie auch immer. Ist natürlich auch vollkommen in Ordnung und gerechtfertigt, aber ich denke, meine Munitionsvernichtung ist nicht unbedingt Sinn und Zweck des Ganzen. Deshalb, wie gesagt, mein persönliches Grundlagentraining innerhalb von einer Viertelstunde. Wir sehen uns dann auf der Range wieder. Bis gleich. Wo bin ich denn? Auf dem Schießstand, ganz genau. Wie angekündigt, jetzt ein bisschen mein eigenes Grundlagentraining. Das heißt, ich habe meine CZ-P10F dabei. Und wenn ich noch Zeit dazu habe, das weiß ich noch nicht, habe ich noch meine Glock mit dem ZR6 von Tony System drauf, mit dem Red Dot. Wollte ich auch nochmal auf kurzer Distanz schießen. So, wir gucken jetzt einfach mal, wie es so läuft. Ich lasse parallel noch eine weitere Kamera mitlaufen für die Treffer. Und ansonsten mache ich Fotos von den Scheiben. Versprochen. Achso, und ich mache das alles komplett ohne Timer zur Abwechslung, weil es mir heute nicht um Zeit geht, sondern einfach nur wieder ein bisschen in das Thema eingrooven. Wird laut.
Urlaub. Ohne Ausreise kann ich gar nicht. Irgendwie. Keine Ahnung. So, wir machen jetzt mal auf ein Kommando ziehen, durchladen und 5 Schuss. So, ich habe noch 2 Magazine. Dann gehen wir mal hin und machen in der letzten Runde Speed Reload. Oh, es fängt schon gut an. So, Übung ist Station 1 EPP, wie gehabt. Auf Kommando ziehen, durchladen, 5 Schuss raus. Speed Reload, 5 Schuss raus. Das Ganze in 15 Sekunden, aber ich lasse die Zeit, wie gesagt, weg. Das sah eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Könnte durchaus besser sein, aber auch ganz gewaltig schlechter. Dann würde ich sagen, ich munitioniere noch mal auf und dann kommt der nächste. So, ich erspare mir, die Scheibe zu wechseln. Noch ein bisschen konzentriert, dann können wir die Waffe wechseln. Oh, da habe ich gemuckt. So, jetzt haben wir die Glock 17 Gen 4 FS mit dem Tony System ZR6 6 MOA Red Dot. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding auf diese Entfernung hinschießt. Das heißt, wir grooven uns jetzt erstmal ein bisschen auf dieses Teilchen entsprechend ein. Okay, tief. Thank you.
Läuft. Das kennt man von der Glock normal nicht. Aber okay. So, weiter geht's im Text. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Glock hasse? Ich glaube schon, gell? Mehrfach. Schön ist es. Ich glaube, es hat sich verstellt. Ich glaube, da habe ich irgendeine Schraube nicht ganz festgezogen. Das Red Dot hat sich ein bisschen verstellt. Uncool. Aber ich habe den Haltepunkt trotzdem noch gefunden. So, das war's für mein Training heute.
Bisschen weniger als erwartet oder ein bisschen mehr als erwartet sogar eigentlich. Lief eigentlich gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ich bin eigentlich soweit zufrieden. Ich habe schon wieder gelernt, dass ich Glock nicht mag. Wie gehabt. Scheißding, Drecksding, Kackding. Aber ich behalte trotzdem. Aber in diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Ciao.